Willkommen bei Call of Duty 2. Modern Warfare 2, sorry. Das zweite Let's Play nach dem ersten. Nämlich nach Modern Warfare 1 kommt natürlich Modern Warfare 2. Was ich jetzt Let's Playen werde. Ich kann es kaum erwarten. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ich wünsche euch viel Spaß beim Let's Play zuschauen. Der Frischling, Sir. Also, was ist Soap überhaupt für ein Name? Nikolai ist mitten in der Hölle und wir werden ihn rausholen. Wir vergessen unsere Freunde nicht. Sakajew. Imran Sakajew. Mein Blut an ihren Händen. Delta 1 X-Ray, wir haben einen Raketenstart. Wiederhole, wir haben einen Fünf Jahre später. Ach, da kommen Erinnerungen auf. Erinnert ihr euch noch, wo wir den ersten Part aufgenommen haben vom ersten Call of Duty Teil? Ach, das waren noch Zeiten. Je mehr Dinge sich verändern, desto mehr bleibt gleich. Grenzen ändern sich, neue Mitspieler erscheinen, aber Macht findet immer einen Ort. Wir haben mit den Russen gekämpft und geblutet. War eigentlich klar, dass sie uns dafür hassen. Die Geschichte wird von Siegern geschrieben und ich dachte, wir wären das. Schaltet man einen Feind aus, finden sie einen noch schlimmeren Ersatz. Orte ändern sich. Der Grund, das Ziel. Feinde von gestern sind die Rekruten von heute. Beten wir, dass sie sich nicht plötzlich entscheiden, dich zu hassen und die Seite zu wechseln. Ja, so ist es. Jeden Tag die alte Leier. Sie wissen, was ich suche, Sergeant Foley. Halten Sie die Augen offen. Eine neue Gruppe geht durch die Grube, Sir. Ich schicke Ihnen den Besten. Damit sind wohl wir gemeint. Die alte Leier, Tag 1, 15:30. Willkommen zu Abdrücken für Anfänger. Private Allen gibt uns jetzt eine kleine Vorführung und zeigt uns, wie das gemacht wird. Okay. Nicht so ungut. Aber ich sehe schon jede Menge Leute hier aus der Hüfte feuern und ziellos um sich ballern. So verfehlt man nicht nur sämtliche Ziele, sondern das sieht auch scheiße aus. Private Allen, zeigen Sie ihnen, wovon ich rede. Nehmen Sie die Waffe vom Tisch und feuern Sie auf die Ziele hinter Ihnen. Umdrehen und auf die Ziele feuern. Noch keine Zielvorrichtung genommen. Ich will noch was klarstellen. Feuern Sie aus der Hüfte. Okay, das kennen wir ja noch aus dem ersten. Nein, passt schon. Deine Kugeln sind in alle Himmelsrichtungen geflogen. Man muss das Ziel anvisieren, indem man ruhig ist und die Zielvorrichtung benutzt. Genau. Private Allen, zeigen Sie unseren Freunden, wie die Rangers ein Ziel erledigen. Erst ducken, dann das Ziel mit der Zielvorrichtung anvisieren. Ups.
Ziel fallen soll, muss man die Zielvorrichtung benutzen. Genau. Wenn sich das Ziel hinter leichter Deckung befindet, benötigt man Waffen, die durch sie das Ziel treffen. Der Private wird das demonstrieren. Lernen, wie man eine Splittergranate wirft. Private Allen, nehmen Sie die Splittergranaten vom Tisch. Yep. Mit einem ja. Kann man gleich mehrere Ziele ausschalten. Splittergranaten neigen dazu, auf abschüssigem Gelände zu rollen. Das sollte man beim Werfen bedenken. Gut. Danke für die Hilfe, Private Allen. Jetzt rüber zur Grube. General Shepard will sehen, wie Sie den Kurs bestehen. Alles klar. Wer will zuerst? Ich will sehen, was Sie so gelernt haben. Ja, was habt ihr denn? Hey, könnt ihr auch sagen, was ihr da redet? Wo kommt die Musik her? Ich will die Musik von YouTube runterladen. Hallo, wo kommt die Musik her? Musik! Ja genau, schießt schön brav. Übertreib's doch nicht! Die jagt doch den kleinen Kindern in der Nähe für ihr Angst ein, falls es welche gibt. Naja. Servus Kumpel, was geht? Hey, kann ich mitspielen, Leute? Kann ich mitspielen? Verschwinde, Mann. Oh. Unhöflich, eigentlich. Braucht ihr Hilfe? Ich bin Ingenieur, irgendwie. Naja. Servus, Kumpel, was geht? Nicht sehr gesprächige Leute, Dip Hit. Okay. Servus. Security Checkpoint erhält. Erstmal als Anschauung kennen wir ja aus dem ersten Call of Duty Part. Folgen Sie der weißen Markierung, um Ihr Ziel zu finden. Hey Private, willkommen in der Grube. Ich habe das hab ich schon gelesen. General Shepard will einen Schützen aus unserer Einheit für einen Spezialeinsatz. Er beobachtet uns von oben. Okay. Nehmen Sie sich eine Pistole. Ich hab doch schon eine. Naja, okay, wer es mag. Dann hab ich eben zwei. Gut, jetzt wieder die Pistole nehmen. Sehen, wie schnell das ging. Ja, ja. Vergessen, zur Pistole zu wechseln ist schneller als nachladen. Echt was? Für die Kameras lächeln und treffen. Ich mach kurz Pause. Rangers können eigentlich alles, was und hier bin ich wieder. Können, egal, Mann, so sind sie. Ja, egal, mach mal voll auf cool, was? Ja, genau. Peng. Ah, ich bin noch ganz kalt. Ich glaube, ich habe das schon mal auf meiner PS3 gemacht von einem Kumpel. Und da habe ich alle Zivilisten immer abgeknallt, just for fun. Scheiße, also das ist ja Zapplines momentan. Tschüss. Ach, halt's mal mit deiner Zielverrichtung. Das... Oh, erschreck mich doch nicht so. Ja, ich bin der beste Schütze ever. Und das war ironisch gemeint. Ja, mach doch jetzt so eine Eile, ich hab ja Zeit. Und, oh. Und tschüss, Mann! Ich mach jetzt alles mit Messer. Empfohlene Schwierigkeit, Soldat. Naja gut, dann nehmen wir es einfach mal. Alles klar. Was? Ich verstehe den Bahnhof. Okay.